Flügler, der Bremer Ersatz, konnte seinen Vorgänger nicht ersetzen. Bremen hatte Weltklasseleistungen gebracht, wie die gesamte Mannschaft. Gegen Kolumbien ließ die Konzentration etwas nach. Erst kurz vor dem Ende das erlösende Tor durch Pierre Littbarski. Aber den selbstbewussten Kolumbianern hatte man die Flügel nicht stutzen können. Higita, Valderrama und Co. rangen der deutschen Mannschaft ein Unentschieden ab. Nach dem goldenen Tor von Rincón zogen beide Mannschaften in das Achtelfinale ein. Deutschland als Gruppenerster. Aber auch die Kolumbianer hatten nun rosige Aussichten.